Götz ist in dem Sinne ja das Höchste, was wir hier innerhalb Deutschland haben, was Ausbildung betreiben kann. Im Sinne von jetzt auf Ebene Bataillon, weil das Gelände hier das auch hergibt. Wir haben ganz entspannt angefangen heute Morgen, sind zum Glück nicht ganz so früh aufgestanden, haben dann kurz gefrühstückt und uns vorbereitet, sind dann zum Antreten gefahren, haben da die Einweisung vom Götz bekommen. Wir befinden uns jetzt im Befestigungszentrum Heer. Heute hat im Grunde die Einsatzübung 1 angefangen. Das ist die Ausbildung auf Zug- und Kompanieebene. Jetzt gerade haben wir die Befehlsausgabe der Kompanie gehabt. Da habe ich an meine Unterführer, an die Zugführer, Kampfunterstützer meinen Befehl gegeben, so dass die jetzt alles wissen für die Operationsführung und das runterbrechen und dann ihren untergeordneten Bereich, also an ihre Züge, weiterbefehlen. Hier im Hintergrund sehen wir jetzt auch schon die Vorbereitung von Zügen für ihre Befehlsausgaben. Ja, mit Sperre 002 entlang Eiserngrund lässt Feind in der Phase auf Minensperre auflaufen, klassischer Dreiklang mit Minensperre. Die 72-Stunden-Übung, die jetzt hier in den nächsten Tagen stattfindet, das ist so ja, die Übung vor Litauen. Ich bin der Ausbilder für den Panzerzug Charlie. Wir machen jetzt die Einweisung in allgemeine Sicherheitsbestimmung. Das Tragesystem setzt sich zusammen aus den einzelnen Detektoren und Reflektoren. Dazu gibt es den Helmgurt. Der Helmgurt hat ebenfalls Reflektoren und Detektoren. In dieser Batterieeinheit befindet sich auch ein Funksystem, das mit ihrer Körperausstattung kommuniziert. Des Weiteren hier vorne haben Sie die Sendeeinheit an Ihrer Waffe. Auch dieser Funk kommuniziert mit Ihrer Körperausstattung. Das ist so ein bisschen wie Lasertag. Es ist einfach zu erklären durch Lasertag. Hier kommt sozusagen der Laserstrahl auf diese Prismen und dann vorne, also die sind an jeder Seite verbaut und wir kriegen dann sozusagen signalisiert, wir haben Turmausfall, Treffer, Waffe oder der Motor ist aus. Das wird dann so eingespielt. Da wir uns ja mit scharfer Munition hier nicht gegenseitig abschießen können, installieren wir eben sowas. Kann man sich ein bisschen leichter reinfühlen, wenn man diese Systeme drauf hat, finde ich. Heute steht besonders im Schwerpunkt der Panzerzug, weil der natürlich hier auf diesem freien, offenen Gelände in der Höhenschwelle erstmal alleine kämpfen muss, da die Grenadiere mit dem Schützenpanzer Marder ja mehr im bewaldeten Raum unterwegs sind und dementsprechend weiter im Süden am Gewässer sind. Das heißt, heute wird es eine Herausforderung für den Panzerzug, weil das eigentlich auch ein Gelände ist, was eher für 2 Panzerzüge ist. Der muss jetzt sehr dynamisch und schnell reagieren. Und sobald der dann ein bisschen weiter im Süden ausgewichen ist und dann das Zusammenspiel zwischen den Grenadieren und dem Panzerzug stattfindet, ist er ein bisschen mehr entlastet. Erfordert aber da auch wieder hohe geistige Flexibilität von allen Zugführern. Ich bin Hauptmann Andreas, bin hier eingesetzt als Leitungsoffizier. Hier läuft alles das zusammen, was draußen passiert und mit dem System und der Systemtechnik zusammengebracht wird. Wir sehen vorne auf den beiden großen Beamern quasi die aktuelle Situation, die aktuelle Lage. Hier auf dem Bildschirm sehen wir alle Einheiten, alle Teilnehmer, die draußen auf dem Gefechtsfeld sich befinden, vom einzelnen Soldaten über Fahrzeuge, über Waffensysteme. Rot für die roten Kräfte, blau für die blauen Kräfte. Unsere einzelnen Schiedsrichter, die draußen sind, können wir ebenfalls sehen. Wir haben einmal den Funk mit unseren Schiedsrichtern untereinander. Das heißt, jeder kann sich abstimmen, was macht welcher Zug zu welcher Zeit. Wir haben drinnen in der Zentrale einen Auswerter, der den Blick von oben hat. Und wir haben das Gesamtlagebild auf dem Tablet. Das ist auch noch ziemlich neu, wo ich dann jede Teileinheit, jeden Einzelpanzer sehen kann, wo er gerade ist und auch wen er Feuerkampf führt oder wie er sich verschiebt. Das Schwierige ist, Feind so abzunutzen und rechtzeitig sich aus der Sicherungslinie zu lösen, dass man selber so wenig Verlust hat wie möglich, aber ihn auch so weit wie möglich abnutzt. Ja, das ist halt schwierig, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Timing. Das ist wesentlich schwieriger als ein Angriff, weil ein Angriff kann ich nicht erkunden und auch schwer vorbereiten. In der Verzögerung muss alles detailliert geplant sein. Da wir hier eine multinationale Beteiligung haben mit den Holländern und den Belgiern und den Tschechen, die auch mit dabei sind, wir sind hier so ausgestattet, dass wir auch alle anderen Nationen mit einbinden können, mit ihren unterschiedlichen Simulationssystemen. Und so können wir einfach noch besser auch international
da ein gemeinsames Verständnis und gemeinsame Ausbildung sicherstellen. Deswegen sind wir ja hier. Das ist ja unser erstes Pre-Deployment-Training in dieser Konstellation mit allen multinationalen Partnern. We learn much from these kinds of exercises before we deploy, because there's always differences in tactics and TDPs and so on, but I think it's a solid plan and yeah, it will work and we'll just have to adapt and see. Ja, hier sind wir gerade in einer von unseren Stellungen, die wir jetzt abtarnen müssen und ja, die Kameraden arbeiten und ich halt Funkwache. Was man beim Tarnen der Stellung beachten muss, die Farbe vom Panzer zu Umfeld muss halt passen, weil es bringt mir nichts, wenn ich jetzt in einem Laubwald stehe und in der Mitte steht ein mit Nadeln, Baum oder Nadelästen bewachsener Panzer. Wir benutzen eine Säge und eine Axt und einen Beil. Dann haben wir unser Tarnnetz, dann wird das hier draufgelegt, danach gehen wir dann mit einem Draht drüber und das wird alles drunter geschoben. Trupp ist motiviert. Wir sind ja schon eine Woche vorher auch in Kliez gewesen mit der Elbüberquerung. Sie wollen alle, dass es endlich losgeht und ja, in Kürze ist es ja dann soweit. Zoreut, vorwärts Marsch. Gilt zunächst kampfstark in der ersten Verzögerungslinie mit drei Kompanien nebeneinander. Meine niederländische Kompanie links, meine Panzerkompanie in der Mitte, hier Schwerpunkt, und der belgischen Kompanie rechts, die in Front angreifende erste Battlegroup so abzunutzen, dass ein weiterer Angriff nicht fortgeführt werden kann, um dann hochbeweglich in unserem Operationsraum die Verzögerung weiter durchzuführen. Wenn es euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann schaut gerne in der nächsten Folge vorbei und gerne auch liken und kommentieren. Natürlich auch folgen auf Instagram und Facebook. Moran.